Wir setzen unsere Reise fort und besuchen jetzt die Stadt Pushkar. Sie liegt auch in Rajasthan. Dieses Städtchen hat 15.000 Einwohner. Und jetzt kommt was, wo man nur drüber staunen kann. Man meint, jeder der Einwohner wäre auch ein Geschäftsmann. In Indien ist es üblich, dass die Kühe platzbeherrschend sind und nicht die Menschen. Denn Kühe sind dort heilig. Wie man hier erleben kann, schauen sich die Touristen ganz genau um und schauen nach, was sie als Souvenirs mit nach Hause nehmen können. Vor uns liegt ein Brahma-Tempel. Er wurde zu seinen Ehren errichtet. Er ist einzigartig in Indien. Er stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und wurde von den indischen Fürsten, aber auch von den Gläubigen gestiftet. Auch heute noch gehen diese Stiftungen bei und sorgen dafür, dass dieser wunderschöne Tempel nicht verfällt und ständig restauriert wird. Hier sieht man die hohe indische professionelle Bildhauerkunst, die wahrscheinlich seinesgleichen suchen kann. Henna-Tätowierungen sind besonders beliebt zu fast allen Festivitäten und erst recht zur Hochzeiten. Und diese Farben wurden ausschließlich aus Pflanzen gewonnen. Das Palmeichhörnchen schaut sich mit großem Interesse das Leben und Treiben der Menschen an. Pushkar am Heiligen See gebaut und sie ist die Krönung der Pilgerstätten mit seinen 400 Tempeln, die alle dem Gott Brahma geweiht sind. Und dieses ist auf der ganzen Welt einzigartig.
Brahma tötete mit einem Blütenkelch die Dämonen, die an dieser Stelle ihr Unwesen trieben. Und der heilige See war geworden, wo noch heute die Pilger das Reinwaschen-Ritual vornehmen. Was wir hier sehen, ist ein Rucksack, den die müden Wanderer ab, die gleichzeitig hier essen, trinken und ein Dach über dem Kopf haben. Это туристы нашей группы. Eine indische Spezialität, Knödel aus Linsenmehl. Des Namens ist es aus Linsenmehl. Это типа хлеба, лепешечек из муки, линзы. Und was wir hier sehen, er wollte eigentlich den Touristen die Schuhe putzen. Nur keiner hatte Schuhe an, die man putzen konnte. Und daraufhin hatte ihn ein Verschnürring verkauft. Service. What's the price? Ja, ja. Ja, идет торт. Удалось продать второй шнурок. Молодец, настойчивый. Я. Все довольны. Ja. Na du. Na du. Nach einem sehr erlebnisreichen Tag treten wir die Rückfahrt an. Im nächsten Film sehen Sie, wie es auf einem Kamelmarkt zugeht.